Ich habe nämlich Bauen wir hier mal. Moment, ich kann auch schon eine Alchemistenhütte bauen. Die setzen wir einfach mal hier hin. Und die Steinmetzhütte setzen wir hier nicht hin, aber hier hin vielleicht. Okay. So, dann haben wir das und das. Den Schießplatz kann ich noch nicht bauen. Das hier wird ausgebaut. Eisen kostet mich das. Das kostet mich Holz und Stein. Das habe ich. Moment. Zugbrunnen, Ausbau von Sägemühlen und Steinmetzhütten. Das brauchen wir eigentlich gerade noch nicht. Urbank und Kapellenausbau brauchen wir auch noch nicht. Wenn, dann bräuchten wir als nächstes den Schießplatz. Und dazu brauchen wir 200 Eisen. Legen wir mal 170 Holz dafür auf den Tisch. Das muss ein ziemlich stabiler Tisch sein, das gebe ich gerne zu. Und da geht's direkt wieder los. Ohohoho. Aber es sind immer so 3 oder 4 Trupps, die angreifen. Das heißt, es hält sich eigentlich in Grenzen. Ich glaube, die brauchen uns auch bald nicht mehr. Das Einzige, was hier natürlich immer wieder Ärger bereitet, sind die Nahkämpfer, die hier die Leute kaputt schlagen. Das heißt, die müssen wir natürlich nach Möglichkeit immer wieder vertreiben. Ah, ich weiß, wie wir das machen. Daru geht hier rüber, ihr zwei kommt hierher. Obwohl, nee, das ist auch doof. Die haben zu zweit oder zu dritt zu wenig Schlagkraft gegen die ganzen Soldaten. Wir brauchen wirklich erst selber Truppen. Wobei Streitlanzenträger jetzt nicht meine erste Wahl wären, wenn ich ehrlich bin. Aber was anderes können wir uns momentan nicht leisten. Also was den Ressourcenpool angeht. 200 Eisen habe ich mir geholt für den Schießplatz. Genau. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal wieder um die Wohnhäuser. Hoppala. Und um die... Ach, da geht sogar noch direkt eins hin. Das ist ja perfekt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ja, ja, ja. So, dann holen wir uns mal hier noch den Webstuhl. Und ich möchte gerne, wie gesagt, hier unten die ganzen Sachen haben. Aber da stehen uns leider die Räuber im Weg. Das hier sollte noch ein bisschen halten, ja. Oh, wir können die zumindest auch schon mal ausbauen. Holz und Stein. Gut, hier für die lohnt sich das Ausbauen nicht wirklich. Und ihr ganzen Holzfäller, ihr macht hier mal munter weiter. Der Webstuhl ist auch erforscht, hier wird auch geforscht. Und hier, braucht es wieder Eisen. Pass mal auf, dann holen wir uns einfach nochmal 500 Eisen für 430 Holz. Und dann können wir zumindest, was soll ich jetzt mit dem Eisen machen? Ja genau, ein bisschen forschen noch und ein bisschen anderweitig weiterbauen. Das hier, genau, haben wir hier 4 Leute untergebracht, dann können wir noch mehr Gebäude demnächst in diese Richtung errichten. Wieso ist der Alchemist? Achso, der Alchemist stand hier mit einem Lagerfeuer. Alles klar, okay. Ja, ja, es ist keins mehr frei. Jetzt seien Sie doch nicht so griesgrämig, auch wenn es zu Ihrem Äußeren passt. Und der Handel ist abgeschlossen. Okay, dann können wir hier mit den Schmieden direkt mal sagen, Schützen und Speerträger aufrüsten. Was? An einem der Steinbrüche gibt es wahrscheinlich bald nichts mehr zu holen. Das ist natürlich doof. Und die hier, genau, wollte gerade sagen, die sind doch hier auch gleich fertig. Ah, damit verlieren wir... Na, zum Glück war gerade nochmal der Zahltag, aber jetzt haben wir doch hier dann direkt keine Rohstoffe mehr übrig. 8 Lehmbrocken sitzen da oder liegen da noch drin. 4. Und zack. Kommt mir bloß nicht mit Steuern, sagt er. Ja, es tut mir sehr leid, aber was soll ich dazu denn noch groß sagen? Außer, dass ich hier gerne weiter ausbauen möchte. Und dazu brauche ich eine Zitadelle. Zitadelle, Zitadelle. Kann ich mir sogar leisten. Nice. Sehr gut, sehr gut. Kann ich das ja schon ausbauen? Das habe ich wieder vergessen. Muss ich nochmal schauen. Oder muss ich dann nicht hier noch irgendwas erforschen? Ach ja, genau. Hier muss ich dann sagen, ich möchte gerne die Legierungen haben. Eisen 200, Schwefel 300. Machen wir noch 300 Schwefel dazu. Wie gesagt, wir können natürlich auch warten, bis wir hinten die ganzen Minen angraben, aber ich würde sagen, so kleinere Beträge tun uns ja erstmal nicht weh. Und die sind ja auch, wie man hier sieht, schnell abgewickelt, diese Deals. Oh, haha, habe ich gleich noch einen für euch, sobald ihr hier fertig seid. Gut, die können haben noch ein bisschen Ausdauer zum Arbeiten. Mal wieder 500 Steine und dafür kriegt ihr 550 Lehm. So, Dario, blinken Sie nicht so auffällig. Oh, jetzt greifen schon mehr Leute an. Ich merke schon, da muss demnächst auf jeden Fall mal ein Trupp von uns mit nach drüben, um da zu unterstützen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Aber nach Möglichkeit nur unterstützen, ohne dass wir unsere Helden dort lassen müssen. Das würde ich eigentlich auch gern machen, weil dann kann ich hier unsere Speerträger gleich noch ein bisschen aufrüsten. Dazu brauchen wir
Holzhärten und nee, das Sägewerk. Und für das Sägewerk brauchen wir den Flaschenzug. Und für den Flaschenzug brauchen wir Holz und Stein. Ach, das habe ich ja gerade alles zwei zufällig da. Das ist ja gut. Und hier kommt gleich wieder ein neuer Stein rein. Das ist auch sehr freundlich. Das will ich doch sehen. Und ein Zahltag ist auch wieder. Handel abgeschlossen. Genau, das hatte der abgeschlossene Handel hat ja als Nachricht das gleiche Zeichen wie ein wie eine Auftragsänderung. Deswegen habe ich schon gedacht, das hätte sich irgendwas groß geändert, aber dem war gar nicht so. Das heißt, alles gut. Ich hätte schon wieder fast einen Fehlalarm ausgelöst. Genau, schlagt hier mal seine Schützen auseinander. Der erste Hauptmann liegt davon im Dreck. Der zweite wird gleich hinterherfallen. Denkt, oh, jetzt haben sie den einen Leib eigentlich noch abgeschossen. Denkt bloß, sich da jetzt abzuhauen. Ah, zum Glück. Okay, wir haben alle erwischt. Das ist gut. Einmal zurück hinter den Ballisterturm und warten. Moment, wieso setze ich eigentlich hier selber nicht noch ein paar Ballistertürme hin? Das könnten wir doch eigentlich auch tun. Die kosten mich doch hauptsächlich Holz und Stein. Pass mal auf. Ihr drei flitzt hier mal rüber. Genau, Holz und Stein. Und der Ausbau müsste auch Holz und Stein kosten. Warum stellen wir nicht selber noch ein paar Ballistertürme hinzu? Und dann müssen wir uns da gar nicht darum kümmern, dass da irgendjemand reinkommt. Schau, so einfach ist doch das Problem gelöst. Wieso bin ich eigentlich jetzt schon vorher drauf gekommen? Na gut, solange ihr nicht mit Belagerungskanonen andrücken, sollte das ja eigentlich gehen. Moment mal, nur 500 Steine. Was nehmen wir denn? Was geben wir denn dafür? Ich möchte ungern andere Ressourcen. Ja komm, dann machen wir mal mit Geldeinheiten. Der nächste Zahltag ist ja auch gleich wieder. Haben wir das zumindest schon mal ein bisschen wieder eingegrenzt. Also diese Forschung, diese Kosten für diese Forschung. Hier haben wir genau 300 Eisen, die uns dann abgebucht werden. Das ist natürlich auch nicht so optimal, aber es läuft langsam. Hier und da mit ein paar Anfahrtsschwächen oder Anfahrtsproblemen, aber es läuft langsam. Den hier habe ich mir schon überlegt, ob ich den Ausbau nochmal für die Bevölkerungseinheiten oder um die Bevölkerungseinheiten zu erhöhen, aber es kostet mich wieder eine Unmenge an Steinen. Und hier die zweite Steinmine, beziehungsweise, Moment, die zweite Steinmine haben wir noch gar nicht angegraben. Haha, halt, stopp. Weiß ich doch direkt, was wir tun, bevor uns die Steinversorgung einbricht. Wir stellen hierhin einen Steinbruch, hierhin einen Bauernhof und hierhin ein Wohnhaus. Sehr gut. Und dann baut ihr das auf. Und dann soll das funktionieren. Kann ich eigentlich auch Gebäude irgendwie pausieren? Also sprich irgendwie sagen, ich möchte das Gebäude stehen lassen, aber es sollen jetzt keine Arbeiter einziehen. Sozusagen das Gebäude dicht machen, ohne es einzuebnen. Überstunden auf das Gebäude zentrieren, Gebäude abreisen, Gebäude aufwerten. Nö, schaut eigentlich nicht so aus. Schade. Okay, genau. Hier haben wir ja schon einmal ausgebaut. Das war ja durchaus eine lohnende Investition. Moment, hier sind wieder 7 Leute, die nichts... Hä? Alchemist? Habe ich so viele Leute, die wirklich keinen Schlafplatz mehr haben? Ich möchte ungern die kleinen Wohnhäuser ausbauen. Ah, gut, okay. Jetzt weiß ich auch, wo ich das... Ach so, die ganzen Steinmütze wahrscheinlich auch, ne? Ah, alles klar. Okay. 5 Mann, die nichts zu tun haben. Stellen wir da mal einfach auch noch einen hin. Holz und Stein ebenfalls wieder für den Ausbau. Genau, weil dann geben wir dafür nämlich einfach mal die Steine aus. Und hier zwei. Ach genau, ihr zwei. Geht hier wieder Steine sammeln. Genau, die Bergmänner kommen hier auch gerade anspaziert. Und die Steingrube kommt, bauen wir direkt mal aus. Eieiei, das sind Preise da oben. Das ist ja. Puh. Als ob die da gerade mit der Kanone ankommen. Geht mal direkt da drauf. Genau, räudige. Uhuhuhu. So, und das wird ausgebaut und ihr bleibt mal hier einfach ins Feld Holz im Hintergrund. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall da, wenn es etwas zu reparieren gibt. Die helfen, wie gesagt, hier bei der Verteidigung mit. Das finde ich schon mal sehr löblich. Da ist gleich wieder die nächste Kanone. Egal, reißen wir erstmal hier die Schützen in Stücke. Und da fällt der nächste Schütze. Ah, dieses sinnlose Anrennen. Also ich würde mich jetzt selber nicht unbedingt als einen oder überhaupt als Pazifist bezeichnen, aber ich muss doch zumindest mal hier irgendwo zwischendrin mal versuchen, irgendwelche Friedensverhandlungen zu führen, wahlweise meine Taktik so überarbeiten, dass ich nicht meine Leute einfach in den Tod hier laufen lasse, weil bis jetzt sind eigentlich Mordreds Truppen das reinste Kanonenfutter für uns, was ich natürlich eigentlich begrüße, aber die Leute, die dann in Staub getreten werden, das ist schon... eine ordentliche Zahl. Eine Zahl, die man vielleicht so gar nicht nur schätzen sollte. Aber gut, wenn ich das Mordred wahrscheinlich sagte, würde mich auslachen, würde direkt versuchen, mir das Schwert in den Hals zu rammen. Deswegen
Ja, unser best, halt, stopp, was kostet mich das eigentlich? Unser bestes Argument gegen oder für ihn ist eigentlich, dass wir ja, ihn gefangen nehmen. Irgendwie. Hier lässt Auch es wenn ich noch sich nicht ganz tun. weiß, wie. Genau, hier die Alchemie. Ah, die Alchemie braucht wieder Eisen, das wir nicht haben. Ah, okay. Pass auf, dann holen wir trotzdem mal 50 Eisen noch hinzu. Und jetzt müsste ich doch eigentlich mal meine Helden abziehen können. Das sollte doch eigentlich mal zu machen Auch sein. immer. Ihr kommt mal hier rüber und meine zwei Leibeigenen, die hier nichts tun. Ihr steht eigentlich fast schon in der richtigen Position. Ich möchte nämlich hier einfach mal von euch. Ja, habe ich denn hier gar keinen? Ah, doch, hier oben habe ich vielleicht Platz. Kein Ist zwar ein bisschen Problem. abseits, aber macht nichts. Eine Schützenanlage haben. Nichts lieber als Und das. eigentlich auch demnächst mal so langsam mal hier noch zwei Leibeigenen zu holen. Wir brauchen bestimmt mal noch ein paar eine Kanonengießerei bauen. Die bauen wir doch einfach mal hier direkt neben die Hochschule. Natürlich. Zack. Da kommt er hier unter, wenn wir hier noch die Häuser ausbauen. Das sollte doch eigentlich, ja, wie soll ich sagen, durchaus zum Ziel führen. Dann kommst du mal zu mir. Wir stellen dich mal hier oben hin. Ja gut, hier die Leibeigenen, die hacken auf den Baumstumpf ein und da kommt noch ordentlich Holz bei raus. Das. Es ist Oh! Zahltag. Und da ist nur noch eine Rauchwolke und ein Baumstumpf ohne Geäst übrig. Der Handel ist abgeschlossen. Holzherden wurde erfolgreich erforscht. Dann erforschen wir gleich noch das Drechseln. Und dann sollte doch hier, genau, der Helibardier schon zum Ausbilden bereit sein. Ich guck bloß Holz und Tale. Haben wir mal zwei Truppen hinzu und danach oder währenddessen erforschen wir marschieren, obwohl es kostet mich 200 Eisen. Natürlich. Das kostet mich 200 Eisen. Dann muss ich erst nochmal 200 Eisen nochmal kaufen. Okay, dafür gibt's, weißt du was, dafür gibt's nochmal 220 Münzen. Jetzt wird wahrscheinlich erstmal unser Konto einbrechen, wenn hier die jeweils 8 Mann hinzukommen. Oh, 60 Taler. Puh, egal. Damit haben wir wenigstens Soldaten da, die sich dann darum kümmern können, dass wir hier Fuß fassen. Nimm So deine richtig. Arbeit. Oder zumindest die Stellung festigen können. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Truppen. Krieger. Das habe ich ganz vergessen. Das bauen wir dann fix aus. Wir Haben wir erledigen zumindest zwei das. Trupps Ja. dabei. Und mit Speerkämpfern ist zumindest das Problem der Kavalleristen gelöst, der gegnerischen. Taler und Eisen. Ging so schnell, das mit dem Handel. Ah ja, Handel abgeschlossen, sehr gut. Holen wir das hier gleich mal hinzu. Hier wird ebenfalls geforscht. Kanonengießerei kann ich leider noch nicht ausbauen. Dazu benötigen wir die Chemie. Der Schütze hier. Gut, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß was investieren. Tale und Holz. Nee, 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 Moment, Moment. Nicht zu viele Ausgaben auf einmal. Wir wollen erstmal hier das Gebäude ausbauen und uns schützen. Nein, eben nicht die Schützen, sondern die Helebardiere hinzuholen. Jetzt. Ausbau abgeschlossen. So, sind hier die verschiedenen Formationen, aber ich wüsste nicht, was die groß für Vorteile bieten. Wie Zumindest sollte steht ich da nichts euch dabei. erledigen, wenn ihr mich Ich weiß nicht, ob kidnappt? das ein rein optischer Aspekt ist, aber das kriegen wir vielleicht irgendwann noch raus. Ja, also Vielleicht, nicht vielleicht auch wirklich. nicht. So, 14.000, 14.000, 12.000, 8.000. Ich möchte auf jeden Fall die ganzen Minen hier abkaufen, aber zuerst müssen wir Das hier diese Geheimnis räudigen der Räuber Welt ist vertreiben. die Erforschung einer neuen Eine Alliteration Technologie. oder Anapher vom Feinsten. Jawohl. Wobei ich leider nicht mehr sicher Wir bin, sind was was fort. war. Aber ich glaube, die Begriffe decken Wir sich gehen in ziemlich. großer Gefahr, wenn wir Erik, nicht mehr sofort Schaden für sehen, alle. mit wem sie es zu tun haben. Und Erik, du stehst doch nicht mittendrin, aber bald vielleicht direkt. Na komm. Und komm, fäll Vorsichtig! einfach mal den Hauptmann hier um. Sehr schön. Ja, auch wenn die Schwertkämpfer natürlich gegen Helebardiere stärker sind, aber gerade hier die einfachste Schwertkämpferform oder die niedrigste gegen unglaublich starke Helebardiere und dann wird auch noch auf Salem hauptsächlich eingeprügelt. Sofort. Das ist natürlich dann für unsere Leute nur von Vorteil. Wird gemacht. Komme ich dann hier hinten ums Eck rum? Weil dann ja, schicke ich gleich Leibeigene los. Ah, nee, nee, Wir sind Moment. im Bevor ich Vorsprung. irgendwas losschicke, reißen wir hier erstmal die Sachen ein. Obwohl, warte mal, solange der Stärke-Buff noch geht, gehen wir jetzt erstmal auf Wir das werden stärkste siegen. Gebäude. Auf diesen Turm. Oder hier geht direkt auch auf dieses Zelt, soll mir recht sein. Hauptsache, das ist weg und wir kommen. Hoppala, Maus, lass mich jetzt nicht im Stich, wir kommen hier direkt hin. Okay. Das heißt, ihr Leibeigenen, oh, sind sogar direkt 4 Stück. Auch wenn hier nicht alle Leute untätig sind. Besetzen wir hier mal das Dorfzentrum und genau, jetzt sollte das eigentlich wieder laufen. Das Ding einreißen. Sehr, sehr schön. Und die nächsten, um die wir uns dann kümmern müssen, sind wahrscheinlich diese Rebellen. Sofort. Huch, was ist das? Wieso wurde das hier auf einmal da unten angezeigt? Am Kartenrand? Ich weiß es nicht. Und da drüben werden Wir wir direkt erledigen wieder das. angegriffen. Aber gut, das ist ja. Oh.
Die Ballistentümer waren anscheinend sehr überzeugend. Das Problem hat sich wortwörtlich in Luft aufgelöst, wahlweise in seine Einzelteile zerlegt. Ihr sammelt euch hier, die Leibeigenen bauen das da drüben auf. Wir schicken aber trotzdem mal noch ein paar Leibeigene direkt hier rüber, weil so wie ich das sehe, haben wir hier auch keine Bauernhöfe oder sonst irgendwas errichtet. Was holen wir uns denn zuerst? Wir müssen das natürlich auch anhand unserer Rohstoffe wahrscheinlich dann bestimmen, aber 1200 Lehm für eine Steingrube. Damit könnten wir doch direkt mal anfangen. Spione berichten von Truppen im Norden. Dort rebelliert das Dorf Tod. Es beansprucht die Minen für sich. Ihr werdet kämpfen oder aber die Rebellen mit einem Tribut im Handelsmenü besänftigen müssen. Es gibt zu wenig. Ich hör bloß ständig Tribute, Tribute, Tribute. Was wollen die denn haben? 2000 Taler, um die Rebellen zu besänftigen. Ich werde euch vielleicht 2000 Hiebe mit dem Schwert schenken. Das war's aber auch schon. Ich muss bloß wissen, wo die herkommen, aber ja. Okay, genau. Die sind dann hier unterhalb dieser Stadt. Vor allem da oben könnte man einfach bloß eine Kanone hinstellen. Und die müsste einfach bloß ein bisschen Mörserfeuer hier rüber machen und die Rebellen wären Geschichte. Ich meine, wenn die nicht mal ihr eigenes Dorf unterstützt, würde es mich auch nicht wundern, wenn die ihr eigenes Dorf einfach abschießt. Mal hier gleich ein paar Sachen aufgebaut. Und es scheint wirklich dazu zu kommen, dass wir die Technik oder die Taktik mit dem... Hier, kommt, ihr klopft auch mal mit Holz. Da wird sich hier oben ein paar Holzfäller ab, wenn ich sie denn finde. Hier sind zwei. Hier war doch irgendwie eine große Holzfällertruppe. Genau ihr. Kommt mal rüber. Weil dann können wir doch einfach trotzdem mal die Sache mit den Gläubigen ausprobieren. Die Kapelle stellen wir einfach mal hier hin. Wir haben hier zufälligerweise noch ein Wohnhaus und so weiter übrig. Beziehungsweise ist das schon wieder belegt, sehe ich gerade. Aber das ist erstmal Wurst. Jetzt als ob die direkt hier angreifen werden. Mal hier den Vogel nach vorne schicken. Ta. Obwohl, wir haben Hellebardiere dabei. Okay, gut. Wir haben Hellebardiere dabei. Erik ist da. Einmal im Kreis. Alter. Den Hauptmann erstmal seiner Soldaten beraubt. Heftig, heftig. Weißt du was dann? Okay, wenn die bloß aus dieser Richtung bauen, wir hinten trotzdem einfach mal Türme auf. Hörst du auf uns zu schießen? Du ebenfalls, du Ganovenbengel. Also wir nehmen diese Adligen hier echt gerade alle Probleme ab und sie weiß das nicht zu wertschätzen. Haben die gerade abgeschlachtet? Ach du Schande. Okay. Erik, du stellst dich hier auf. Dario, du schaust mal dich hier um. Wir brauchen hier auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall Verteidigungstürme. Es gibt keinen Feierabend, mein Freund. Weil dann vielleicht lassen wir das Rebellendorf stehen und bauen da bloß 3, 4 Ballistertürme hin, die sich darum kümmern. Das könnte natürlich auch ein lohnenswerter Ansatz sein. Mal hier, komm, bauen wir hier einfach mal so ein paar Türme hin. Schadet doch nichts. Und der Dame die restlichen Sachen abkaufen müssen wir auch noch. Kann ich eigentlich, was kriege ich für 2000 Taler? Die Schwefelgrube, die brauchen wir eigentlich gerade nicht. Ich bräuchte 2000 Holz, aber das ist ja unsere Haupthandelsressource mit. Das heißt, das müssen wir erstmal zurückstecken. Und 1000 Steine, die habe ich natürlich auch gerade nicht da, für die Lehmgrube. Wie viel Lehm ist hier noch drin? Knappe 1000, das könnte auf Dauer auch knapp werden. Auf Dauer soll in dem Fall aber heißen, dass das demnächst schon passieren könnte. Okay, alles gut, alles gut. Ja, an 3, 4 Stellen gleichzeitig zu kämpfen ist tatsächlich gar nicht so angenehm. Aber es geht, es geht. Solange die Schützen hier noch ein bisschen mehr in Reichweite kommen, können wir die auch direkt mit beschießen. Kann der Ballisterturm in diese Richtung mit feuern? Ne, der schießt erstmal hier noch diesen Hauptmann weg, der wahrscheinlich da unten noch kämpft. Ja. Jetzt ist er auch gestorben und jetzt müsste ich die Balliste umdrehen hier hinten mit hinschießen. Aber ich glaube, da ist dieser Schützentrupp auch gerade gestorben. Das heißt, alles gut, alles gut, alles gut. Das heißt, da können wir uns erstmal dezent heraushalten. Was kann ich hier? Genau, Kathedrale über die Motivation aller Siedler. Und dazu brauchen wir, wie heißt es, den Buchdruck. Und für den Buchdruck brauchen wir wieder Eisen. Das heißt, wir müssen erstmal uns eine Eisenmine kaufen. Dario. Und Erik, alles direkt nach vorne. Komm, greift Erik direkt an, ihr Vollidioten. Ja, das... ein kurzes Gastspiel. Ich bin einmal mehr stolz auf... was machst du da? Lässt du den Turm in Ruhe? Ich glaube, dir geht's nicht gut, Junge. Das also... Ja gut, da man hier wird einfach abgeschlachtet. Tja, Rebellendorf, dass ich nicht lache. Ah, das haben wir hiermit offiziell geklärt. Das stellen wir hier auf. Ich würde gern 3 oder 4 Türme hier einfach hinsetzen. Der Rest ist ja dann einfach ein Selbstläufer. Wo ist eigentlich der zweite Leibeigene, der hier nichts tut? Den finden wir bestimmt gleich.
Nur, was mache ich jetzt mit euch? Für euch habe ich auch gar nichts zu tun. Jungs, kommt. Wir gehen ein. Geht einfach mit Holz sammeln. Ich wüsste, was ich sonst so mit euch machen sollte. Irgendwann haben wir auch einen Ausbau fertiggestellt. Ach ja, genau hier den Ballisteturm. Genau hier ist der Leibeigene, der nichts tut.